Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zu einer weiteren Abenteuerin in dieser Runde. Sie allerdings geht nicht auf Berge, jedenfalls nicht auf so hohe, sondern in den Dschungel. Und ihre Leidenschaft sind die dort lebenden bedrohten Tierarten. Herzlich willkommen der Tierärztin Hanna Emde. Schön, dass Sie da sind. Hanna, Anfang des Jahres waren Sie mitten in einem Forschungsprojekt. Und zwar auf der Insel Borneo in Südostasien. Es ging dort auch um bedrohte Tiere. Und dann brach die Corona-Epidemie aus und Sie mussten zurückkommen nach Deutschland. Wenn Sie jetzt hier sitzen, quasi ein halbes Jahr danach, was vermissen Sie am Dschungel am meisten? Ich glaube, diese wahnsinnige Geräuschkulisse. Dort ist es nie ruhig und man hat immer ja, so ein Wirrwarr aus Stimmen um sich. Rufende Affen, Vögel, Zirkaden. Es ist immer was los. Das fehlt mir. Wir haben ein Video, das Sie selber gemacht haben, ich glaube mit Ihrem Handy. Und da kriegt man so ein bisschen eine kleine Ahnung, was da für eine Geräuschkulisse tatsächlich herrscht. Vielleicht können wir das einspielen. Oh ja. Doch meine Meditations-App. Wo stehen Sie da genau? Sie stehen ja auch auf einem Berg, genau. Runter auf den Regenwald. Es ist, ne? So 5 Uhr morgens, 5.30 Uhr und ich bin in Guatemala vor einem großen Primärwald. Also wirklich Regenwald, der schon viele, viele Jahre dort steht. Und ja, dieser Sound, diese Tukane, die man da hört und ja, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist für mich so ein bisschen nach Hause kommen. Aber Ihre Augen strahlen, man sieht, wie viel Ihnen das bedeutet. Wie riecht das da? Das werde ich häufig gefragt. Ich versuche immer zu sagen, exotisch, aber das ist, glaube ich, kein Geruch. Also es ist natürlich sehr Wald. Also wenn man im Regenwald steht, ist es schon meistens feucht. Aber es gibt auch diese ganz trockenen Tage, wo es eher so blumig riecht. Und ja, nach Tieren, nach Früchten, das ist ganz, ganz schön. Sie sagten gerade, das war morgens um 5 Uhr, als das Video aufgenommen wurde. Können Sie uns einen typischen Tagesablauf Ihrer Arbeit im Dschungel beschreiben oder gibt es ihn vielleicht gar nicht? Nee, typisch gibt es nicht, weil immer irgendwas passiert. Aber man steht immer sehr früh auf. Also so mit der Sonne aufstehen macht am meisten Sinn, weil mittags wird es zu heiß. Da kann man eh nicht mehr arbeiten. Gibt ja auch keine Lichtschalter, wenn es dunkel wird. Genau, ne? Und es gibt keinen Strom und so. Und dadurch ist man schon immer so um 5, 5.30 Uhr unterwegs. Erstmal dann mit der Stirnlampe und später, wenn die Sonne dann aufgeht, auf dem Wasser zum Beispiel, sieht man dann wirklich, hat man genau diese Szenen, dass dann die Nashornvögel über den Fluss fliegen und die Affen so langsam aufwachen an den vorbeirauschenden Bäumen. Und da wird man dann auch so wach. Also eigentlich bin ich gar kein Morgenmensch, aber im Dschungel funktioniert das irgendwie. Ich meine, da hat man auch andere Instinkte. Und dann geht es erstmal in den Wald zur Arbeit, Fallen kontrollieren, Fotofallen kontrollieren, immer die Projekte, die gerade anstehen. Und dann gegen 11 wird es schon so heiß, da müssen alle erstmal Pause machen. Da kehren alle aus den unterschiedlichen Projekten wieder zurück zur Forschungsstation und es ist erstmal Siesta. Das ist immer ganz schön, diese Mahlzeiten sind immer ganz wichtig in solchen Forschungscamps, weil dann alle zusammenkommen, weil wir dann berichten, was ist gerade los, wo sind die Elefanten, kommen die zu unserer Station oder was ist heute nicht so gut gelaufen. Diese Mahlzeiten sind ganz wichtig. Und danach ist erstmal ein bisschen entspannen und dann geht es aber nachmittags wieder los. Und wieder schwitzen und Mücken und Blutegel. Aber meistens kommen dann die schönen, ah ja, und Spinnen gibt es dann auch. Das wäre nichts für mich. Die Spinnen da, das sind schön. Teile. Ne? Ja, aber für mich auch nicht. Also da ist ja eine. Oh nee. Oh. Ich liebe eigentlich alle Tiere, aber ja? Spinnen haben wir wirklich... Nein. Zwei Beine zu viel. Also das ist auch noch nie so mein Ding gewesen. Es ist ja lustig, dass Sie freiwillig in den Dschungel gehen, wo diese Viecher rum. Ich meine, da gibt es ja auch Skorpione und so. Ne? Ja. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie schütteln sich morgens die Schuhe aus, weil immer. Da könnten ja Skorpione drin sein. Das mache ich auch erstmal in Deutschland immer, weil ich das so gewohnt bin. Immer meine Sneakers dann ausschütteln. ja, aber die Spinnen leben ja da und die Skorpione. Und also ich komme ja in deren Lebensraum und da habe ich mich gefälligst auch anzupassen. Also das sind so Handgriffe, die braucht man auch, um dort zu überleben. Also ich werde immer gefragt, ist das nicht super gefährlich? Wirst du nicht dauernd angegriffen von Raubtieren? Nee, also die würden mich nur angreifen, wenn ich die bedrohe oder ich mich zwischen die Mutter und das Baby stelle oder wenn ich eben auf den Skorpion drauf trete. Ist das schon passiert, dass Sie in gefährlichen Situationen waren? Ja. Würden Sie uns vielleicht eine erzählen? Also so Spinnen auf dem Zeltdach oder auf dem Moskitonetz ist halt nicht gefährlich. Das ist für mich einfach ein großer Schockmoment, aber die würden mir nichts tun. Aber ich hatte eine Begegnung mit einer Sumatra-Kobra auf Borneo, völlig unerwartet.
das war wirklich gefährlich. Da ist mein Kollege vor mir durch das hohe Gras gelaufen. Wir waren gerade am Fallen kontrollieren von den Bindenwaran. Und hohes Gras ist immer so eine Sache, man ist da schon vorsichtig. Und er scheint diese Schlange aus Versehen aufgescheucht zu haben. Und hat nichts davon gemerkt, läuft einfach weiter. Und plötzlich taucht dieser Schlangenkopf vor mir auf. Das sind die so groß, dass die dann auf Augen sind? Wir sehen sind? Die gerade. War das die? War das diese Schlange? Genau. Oh ja, oh. ja, die sind halt lang, ja. Die genau. können sich so aufstellen? Dass ja, die dann also die war jetzt nicht genau da, ne? Aber schon wirklich so. Und zum Glück war ich in Schockstarre und die Schlange erstmal auch. Und das war wirklich das Beste, was ich hätte machen können. Weil wenn man dann wegläuft oder sich bewegt und so, das ist gefährlich. Dann beißt sie, ne? Genau. Und ist der Biss gefährlich von dieser Art Schlange? Ja, tödlich. Tödlich? Ja. Aber wenn Sie da jetzt so mitten im Dschungel unterwegs sind, das sind ja jetzt auch keine Straßen, auf denen Sie fahren, sondern Sie schlagen sich da durchs Gras irgendwie mit der Machete, so stelle ich es mir zumindest vor. Wenn Sie jetzt gebissen werden würden oder irgendwas anderes passiert, keine Ahnung, Denguefieber oder man kriegt eine Malaria, Sie sagten gerade, da sind Mücken. Wie ist das denn da mit der Versorgung, das nächste Krankenhaus zum Beispiel, wie weit ist das entfernt? Also je nach Station war das bei meinen Einsatzgebieten immer so 2 bis 5 Stunden entfernt. Ich habe immer meine eigene Notfallapotheke dabei, deswegen ist der Rucksack auch immer so schwer. und sonst, gerade bei so giftigen Schlangenbissen, weiß man immer, wo das nächste Gegengift liegt. Das ist total wichtig. Also es kann nicht jede Station mit Gegengift ausgestattet sein, aber man weiß die Route. Ich muss dahin, dann kommt der Helikopter und in 2 Stunden bin ich da und da. Und das mache ich vor jedem Einsatzgebiet, genau diese Risiken abwägen und überlegen, wo sind welche Routen. Das ist ganz wichtig, sonst wäre ich auch ziemlich blauäugig, einfach in den Dschungel zu fahren. Was ist denn noch drin in diesem schönen Rucksack, den Sie immer mitnehmen? Viel. Also ich bin immer so 3 Monate im Dschungel und mehr als 4 T-Shirts habe ich nicht dabei. 4 T-Shirts, lange Trockentaugliche. Auch da unterscheiden wir uns deutlich, darf ich sagen. Aber es verschimmelt auch alles leicht, muss ich dir sagen. Also mein Reisepass verschimmelt, die Kopfkissen, auch mal so eine Klamotte. Also so viel willst du gar nicht mitnehmen. Okay. Und die, ich finde das übrigens viel besser, wenn wir uns duzen. Okay, ne? Machen wir. Beide Tiere und das verbindet. So, also Hanna, gut, weiter. Und meine Stirnlampe ist ganz wichtig. Mhm. Gerade, also die habe ich immer in Greifweite quasi, wenn nachts irgendwas los ist oder wenn wir nachts mal in den Wald müssen und so. Das ist eine meiner wichtigsten Utensilien. Die Gummistiefel, eben wegen der giftigen Schlangen und Skorpionen und Blutegeln, die sehr, sehr gerne den Menschen mögen. Und Trinkflasche natürlich. In den Tropen, im Dschungel immer mindestens 2 Liter dabei haben, das ist super wichtig. Weil es so heiß ist und so feucht. Total. Und man ist durchgehend am Schwitzen. So, also diese Feuchtigkeit ist wirklich... Der Andrea Petkovic, die nickt so heftig, ja, dass man denkt, sie war selber im Dschungel. Nee, gar nicht. Aber so mit Feuchtigkeit und Schweiß kenne ich mich aus. Sehr schön. Da hilft nämlich auch aber ich bin so total beeindruckt, weil deswegen nicke ich so heftig, weil ich das toll finde. Das ist einfach. Toll. Ja, ich finde das einfach toll. Also auch so diese Abenteuerlust erstmal zu haben und dann auch so... Den Mut. Ja, und dieses Hau drauf, ich mach das jetzt, fertig. Ja. Und die Schlange soll kommen, ich geb der. Nee, die Schlange soll nicht kommen. Nicht. Woher kommt denn dieser Mut bei dir? Also du hast ja eigentlich ein ganz normales Leben geführt, ne? Ja. Da musste ich auch eben nachdenken bei dem Gespräch, weil ich glaube... Bei welchem Gespräch? Eben über Frauenquoten und... Ja. Das Gespräch mit Maria Furtwängler. Genau. Und einfach, also ich bin, glaube ich, echt in einer anderen Generation aufgewachsen, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, ich darf das jetzt nicht machen oder ich sollte mich da irgendwie zurücknehmen oder ich muss irgendwas erfüllen. Ich war wirklich schon als Kind die Forscherin schlechthin. Ich war immer im Wald ab des Weges unterwegs, habe irgendwelche Fundstücke für mein Museum gesucht, habe an Schnecken geforscht, super spannend. Hab auch meine Schnecken das auch gut, die Forschung? Ja, bis auf eine, die ich vergessen hatte in meiner Hosentasche. Ach so. Und später irgendwann... 6 Wochen später mein Kinderzimmer ganz unangenehm gerochen. So ein leichter Aasgeruch. Und der Dackel wurde da durchgeschickt, um irgendwas zu finden. Die Holzvertäfelung wurde abgenommen. Oh Gott. Irgendwann wurde die Hose gereinigt. Also diesen Forscherdrang hatte ich, glaube ich, schon sehr früh. Und ich bin auch in einem sehr naturnahen Haushalt groß geworden. Meine Eltern sind auch in so sehr Biologinnen und Forstwissenschaftler in naturnahen Berufen. Ich war immer Pfadfinderin, viel zelten und draußen. Also diese Lust auf Natur und diese Sehnsucht nach Natur, die hatte ich schon immer. Herr Messner, man hat das Gefühl, Hanna könnte ihre Tochter sein. Ja, so ein bisschen, so, das stimmt. Ja, das ist wirklich so.
Du hast dann jetzt hier Medizin studiert. Ja. Ne? Man hätte ja jetzt auch sagen können, ich mag Tiere, ich mag Natur, ich ziehe aufs Land, ne? Mhm. Und habe ein paar Haustiere und mache eine Tierarztpraxis auf und kümmere mich um Hamster oder vielleicht auch um Pferde und Kühe, um größere Tiere. Warum war das keine Option für dich? Das ist ganz wichtig, das will ich gar nicht sagen und habe ich ja auch durchlaufen, alles in meinem Studium. Aber mir hat das irgendwie nicht gereicht. Ich wollte das Tier im Rahmen seiner Umwelt sehen und verstehen. Also es bringt dem Orang-Utan auf Borneo nichts, wenn ich dem jetzt seine Lungenbeschwerden lindere, wenn er keinen Regenwald mehr hat, in dem er leben kann. Und das hat mich so fasziniert und eben auch diese Überschneidung von Tiermedizin und Artenschutz, dass es da so viele Berührungspunkte gibt, das war immer das, was mich so gereizt hat. Und so habe ich halt sehr früh schon angefangen im Studium und auch schon vorher so Praktika oder Projekte außerhalb meiner Komfortzone zu machen und mich einfach mal in das Abenteuer zu stürzen. Das ist Wahnsinn, was du erzählst. Ich glaube, viele auch Zuschauer zu Hause werden dir an den Lippen hängen gerade. Wenn jetzt nicht Corona wäre, würden alle sich in den Dschungel aufmachen. Das weiß ich nicht. Also, als ich die Spinne gesehen habe, habe ich mir gerade kurz anders überlegt. Ich war auch beim Einlesen erst so, oh ja, das ist toll, das mache ich auch mal. Aber wobei, auf Borneo war ich auch schon mal im Dschungel. Oh, da habe ich auch so eine große Spinne gesehen. Aber da habe ich die Urlaubsbilder gesehen, das war schon ein anderes Milieu. Wo ja. Das war auch nur ein Ausflug, ein Tag und mein Koffer war größer als deiner, obwohl ich nur eine Woche da war. Aber lassen wir das. Kommen wir zurück zu deiner Arbeit, zu der Forschungsarbeit. Wie genau kann denn jetzt die Forschungsarbeit, also ihr beschäftigt euch dort mit bedrohten Tierarten, du hast gerade immer von Fallen gesprochen, ihr tötet die natürlich nicht, sondern ihr stattet die mit Sendern aus, also ihr fangt sie, stattet sie mit Sendern aus und guckt dann, wie sie sich bewegen, also Bewegungsprofile, so habe ich das zumindest verstanden. Genau. Wie kann das helfen, die vom Aussterben zu retten? Es gilt immer so das Prinzip, man muss erst alles über eine Tierart herausfinden, bevor wir sie schützen können. Das heißt, wir wollen erst mal herausfinden, wo zum Beispiel der Nebelparder auf Borneo lebt, wie er sich fortbewegt, was frisst der, kann der zum Beispiel gerodeten Wald überhaupt überqueren, wie kommt er mit dem sich immer weiter ändernden und vor allem kleiner werdenden Lebensraum klar. Und wenn weil der Mensch den immer kleiner werden lässt. Genau. Das ist mein absolutes Lieblingstier gewesen und so von allen Tieren, die Sie beschrieben haben. Ja. Fantastisches Tier. Meins auch. Ja? Genau, das ist der Sunda-Nebelparder. Der Nebelparder kommt nur auf Borneo und Sumatra vor. Und das war sogar wirklich das erste Tier, was ich selbst mit in Narkose legen durfte in der Wildnis. Das war schon viele Jahre her. Naja, so viele auch nicht. Aber das war so ein prägendes Erlebnis. Von diesem Sunda-Nebelparder gibt es in der Region, in der ich gearbeitet habe, nur noch 400 Stück. Nee. Von vorher Tausenden. Okay. Und das ist so ein wunderschönes, anmutiges Tier. Das hat diese Wahnsinnsfellzeichnung und ist hochspezialisiert. Und der stirbt aus, eben weil so viel Lebensraum genommen wird. Der Mensch dringt immer weiter vor und rodet die Wälder auf Borneo für Palmöl. Herr Messner, abgesehen jetzt vom Yeti, was war das faszinierendste Tier, was Sie begegnet, was Ihnen begegnet ist bei Ihren Exkursionen? Also für mich ist es der Yak, also dieses tibetische Hochlandrind, das zum Teil noch wild lebt, aber nur mal ganz wenige Exemplare, wäre auch eine Aufgabe, die zu retten. Und das domestiziert ist, also seit 5000 Jahren sind sie domestiziert, aber sie haben einen halb wilden Charakter und sind einfach schöne Tiere. Stimmt. Ja. Nochmal zu deiner Forschungsarbeit zurück, weil ich natürlich auch unbedingt mit dir über das Ziel deiner ganzen Forschung sprechen möchte. Wenn ihr jetzt diese Bewegungsprofile anlegt und du gerade gesagt hast, ihr guckt, können die durch gerodeten Wald sich fortbewegen, finden die da was zu fressen? Also habt ihr schon ein Ergebnis? Wisst ihr schon, ob es da ein Nebeneinander geben kann zwischen Mensch und Tier, zwischen unserer fortschreitenden Industrialisierung, diesen Palmölplantagen? Oder müssen wir einfach aufhören, das zu machen, weil sie sonst aussterben? Also wir können auf keinen Fall so weitermachen wie bisher. Wir wissen, dass Nebelparder oder Orang-Utans auf diesen Monokulturen, also eine gleiche Palme neben der anderen, dass sie die nicht betreten. Die überqueren die nicht und die haben einen immer fragmentierteren Lebensraum. Das heißt, die leben wirklich in einem zerstückelten Wald und sie kommen nicht mehr von dem einen Fragment ins andere.
Und das ist natürlich für den genetischen Austausch und die Fortpflanzung katastrophal. Das heißt, wir müssen diese intensive Landwirtschaft anders begehen. Es gibt nachhaltige Plantagen. Dort werden eben nicht so giftige Pestizide eingesetzt. Es wird nicht die komplette Biodiversität zerstört, sondern es gibt Wege, die sind natürlich nicht so ertragreich, aber dort können eben Mensch und Tier in dieser Weise nebeneinander funktionieren. Und das versuchen wir zum Beispiel, indem wir Korridore aufpflanzen, in die Wege zu leiten. Das heißt, wir forsten Wege auf und versuchen, die einzelnen Waldfragmente wieder zu verbinden, dass zumindest die Waldelefanten, die Nebelparder wieder die einzelnen Waldstücke begehen können. Mhm. Weil das ist so weit weg. Ne? Man denkt immer, naja, Borneo, und dann machen die da Forschung und dann forsten die was auf. Okay, es hat mit mir nichts zu tun, denkt man so als Konsument. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt, dass es nicht so ist, weil ich das Buch gelesen habe. Was können wir alle tun, wenn wir morgen in den Supermarkt gehen, um deiner Arbeit zu helfen und den bedrohten Tieren zu helfen im Dschungel? Bewusst einkaufen, bewusst leben. Das heißt, ich kann mal darauf achten, woher kommen meine Produkte eigentlich? Wie sind die zertifiziert? Ist die 1,50 Ananas vielleicht anders produziert worden als die für 4 Euro? Wo kommt eigentlich das Palmöl her, was ich in meiner Nuss-Nougat-Creme habe oder auch in meinem Biosprit? Das wusste ich vorher auch nicht. Über 50% des in die EU importierten Biosprits besteht aus Palmöl. Da denkt man, man tut was Gutes und dann ist es nicht so. Nee, genau. Also über 50% des in die EU importierten Palmöls steckt in unserem Biosprit. So rum. Mhm. Das heißt, man denkt, man tankt Bio, aber dafür wird eben Wald auf Borneo abgeholzt. Und das ist immer so mein Appell. Man muss jetzt keine Tierärztin oder Biologin sein, um Orang-Utans auf Borneo zu helfen, sondern wir können in unserem Alltag schon super viel bewegen, indem wir bewusst darauf achten, was konsumiere ich jetzt, wie viel Fleisch brauche ich eigentlich, weil dafür wird zum Beispiel Regenwald in Brasilien abgeholzt oder für die Futtermittel. Das heißt, es gibt schon ganz kleine Schritte, die jeder von uns für unsere Regenwälder und für unsere Meere tun kann. Du hast Ananas genannt. Ich fand es auch interessant, dass du sagst, Bananen schwierig, habe ich gelernt, weil sie alle in Plastik eingepackt werden, wenn sie an den Bäumen wachsen, damit da keine braunen Flecken drauf sind, weil wir nicht so gerne Bananen kaufen mit braunen Flecken. Ja. Also viele, viele kleine Tipps, die man auch beherzigen kann und die wir natürlich jetzt alle beherzigen werden, weil wir haben dich hier erlebt in der Talkshow. Vielen Dank, Hannah Emde, für den Besuch. Danke.